Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, ich darf Sie ganz herzlich wieder auf unserem Blog begrüßen. Nach dem großen Eröffnungsmarathon sind wir sozusagen im Repertoirealltag angelangt. Wir spielen zurzeit Turco in Italia und Strauss Elektra von Kate Nagano dirigiert. Und Sie dürfen sich jetzt freuen auf eine Wiederaufnahme von der berühmten Convicini-Inszenierung von Carlos, neu dirigiert von Renato Palumbo und in wichtigen Rollen Pavel Tschernoch und Barbara Havemann, aber auch Elena Tschitkova, die ja einen wahren Triumph mit der Trojaner Dido hatte als Eboli. Und Schlaue Füchslein, eine wunderbare Oper in einer sehr schönen Inszenierung von Janacek, unter anderem mit Sergei Leifakus. Geprobt wird natürlich wieder nämlich Le Nozze di Figaro. Ich sage immer gerne die Oper der Opern. Regisseur Stefan Herheim ist seit einer Woche hier im Haus und probt. Und auch der Dirigent Ottavio D'Antone, ein Spezialist der Barockmusik, ist zu uns gestoßen. Und ich freue mich sehr auf diese spannende Produktion Le Nozze di Figaro, die die beiden Herren planen.